Was geht ab, meine lieben Freunde? Heute melden wir uns mit einer traurigen Nachricht zurück. Gestern Abend hat Alpagan bekannt gegeben, dass sein Vater verstorben ist. In seiner Videobotschaft sieht er sehr mitgenommen aus und bittet um Verständnis, dass sein Instagram nun von seinem Management übernommen wird. Da er Verpflichtungen hat, muss es weitergehen. Er persönlich werde jetzt in die Türkei fliegen und sich um seine Mutter kümmern. Alpagan hatte einen sehr guten Draht zu seinem Vater. Selbst vor 6 Jahren hat er seinem Vater einen Song gewidmet und auch in unzähligen Interviews nur positiv über ihn gesprochen. Für die Jüngeren, die vielleicht Alpagan nicht so sehr auf dem Schirm haben, kann ich den Song nur empfehlen. Der Track heißt Für dich, Vater. Hört es euch auf jeden Fall mal an. Wir wünschen ihm und seiner Familie von Herzen viel Kraft und Geduld in dieser schweren Zeit. Peace out. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Nochmal zur Info. Alles, was diese Woche, in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen über meinen YouTube-Kanal oder über meine Instagram-Seite veröffentlicht oder gepostet wird, ist rein geschäftlich. Auch wenn ich am Trauern bin, habe ich Verpflichtungen und ich habe Versprechungen gegeben, die ich einhalten muss. Das würde mein Vater auch wollen. Und er war auch ein Mann, der nie sein Wort gebrochen hat. Ich bitte nur um euer Verständnis. Ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Wochen jetzt erstmal zurückziehen. Und dieser Statement ist halt dafür, um das nochmal klarzustellen, dass es trotzdem weitergeht auf meiner Seite. Ich danke um euer Verständnis, wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute, bleibt gesund. Hallo allerseits, ich hoffe und wünsche mir, dass es euch allen gut geht und wollte mich nochmal herzlich bedanken für die zahlreichen Nachrichten von engen Freunden und Bekannten, die mir über WhatsApp geschrieben haben, und an die Fans, die diese Trauer mit mir teilen und mir über Instagram geschrieben haben. Wie gesagt, alles, was musikalisch und werbetechnisch über meine Plattform gepostet wird, ist rein geschäftlich. Diese Nacht wird eine Single rauskommen, die nicht von mir ist. Ich habe einen Kollegen gefeatured und habe ihm auch versprochen, dass sie über meinen Kanal rauskommt. Ich werde mein Wort halten und es pushen, damit nicht irgendwelche Fragezeichen im Kopf bleiben und der Junge trauert doch gerade, warum macht er gerade wieder Musik. Das sind halt Projekte, die schon vorher gemacht wurden. Das ist der Lauf der Dinge. Viele von uns haben das durchgemacht, viele von uns werden es auch durchmachen. Ich wünsche euch jetzt schon viel Kraft dabei. Es ist nicht leicht, aber es gehört zum Leben. Ich werde jetzt in die Türkei fliegen und mich um meine Mutter kümmern, meine Gebete für meinen Vater machen und wünsche euch allen nur das Beste und viel Gesundheit euch allen da draußen. Ja, Alpagan.